Wieder schöne Dates. Hast du in letzter Zeit das ein oder andere schlechte erste Date gehabt, was nicht weiterging und in einem Korb geendet ist und möchtest jetzt gerne wissen, was du in Zukunft tun kannst, um das Ganze für dich zu gewinnen und die Frau vor allen Dingen von dir zu überzeugen, dann bist du diesem Video genau richtig. Zuallererst ist die Definition von einem schönen Date natürlich unglaublich individuell. Ein schönes Date bedeutet nicht, dass ihr direkt ins Bett kommt oder dass ihr euch sofort beim ersten Treffen küsst. Es bedeutet aber natürlich auch nicht, dass man irgendwie sich 20 Mal trifft und immer noch nicht genau weiß, was man füreinander ist. Es gibt irgendetwas dazwischen und das möchten wir gerne in diesem Video jetzt einmal gemeinsam erörtern. Wenn du ein erstes Date hast, dann ist natürlich die Kommunikation, also das heißt, wie du mit ihr verbal und nonverbal kommunizierst, das Wichtigste, damit eine Annäherung überhaupt möglich ist. Denn wir daten nicht mit der Papiertüte über dem Kopf und wir sitzen natürlich auch nicht stumm nebeneinander. Das heißt, du wirst jetzt dir wahrscheinlich selber schon überlegt haben, der Hauptgrund, warum du nach dem Date nichts mehr von der Frau hörst oder sie dir schreibt, hey, du bist total nett, ich wünsche dir alles Gute, aber für mich hat es einfach nicht gepasst, hat was damit zu tun, was ihr auf dem Date gesprochen habt und wie du dich auf dem Date verhalten hast, wie du dich körperlich bewegt hast, welche Mimik dein Gesicht hatte. Und das wird dir schon in einer gewissen Weise klar sein, dass das eigentlich mit ausschlaggebend ist, warum ein Date am Ende erfolgreich ist und die Frau sagt, den Mann will ich gerne wieder sein. Was heißt denn jetzt überhaupt verbal oder nonverbal? Also verbal, das ist im Endeffekt einfach nur das, was du sagst. Also das heißt, ob du jetzt sie fragst, wie ihre Arbeit so ist, wie das Wetter ist, wie sie gut hergefunden hat oder was ihre Lebensziele sind. Und nonverbal ist alles drumherum. Also das heißt, so wie du gestikulierst, was du vielleicht mit deinem Gesicht machst, in welche Richtung drehst du es, ist der Kopf geneigt, ist der Kopf gerade, ist dein Körper abgewandt, bist du ihr zugewandt, verschränkst du deine Arme oder bist du eher offen? All das zählt dazu, aber irgendwo dazwischen zählt natürlich auch deine Betonung. Wie sagst du etwas? Sprichst du schnell? Sprichst du langsam? Und all das ist natürlich auch ausschlaggebend dafür, dass sie sich in deiner Gegenwart sehr, sehr wohl fühlt oder dass sie eher die Minuten zählt, bis ihr euch endlich verabschiedet. Was ist denn jetzt deiner Meinung nach viel, viel wichtiger? Ist viel wichtiger, dass deine Körpersprache passt, dass du dich groß machst, aufrichtest, dich einfach selbstbewusst präsentierst? Oder ist das Inhaltliche das Wichtige, dass du zeigst, dass du intelligent bist, reflektiert, eine Meinung hast, Interessen und natürlich, dass ihr am Ende auch Gemeinsamkeiten findet? Was ist denn hier jetzt wirklich das Wichtige? Wenn man Frauen fragt, dann ist es natürlich ganz, ganz oft das Thema der Gemeinsamkeiten, der Interessen, also auch irgendwo das Inhaltliche, was dazu geführt hat oder was dafür sorgt, dass sie sagt, hey, was für ein interessanter Mann, endlich mal jemand, mit dem ich über XY reden kann. Wunderbar, ihn kennengelernt zu haben. Ich habe bei ihm das Gefühl, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Also das heißt, das Wichtige ist, natürlich ist wichtig, wie du dich präsentierst, wie deine Körpersprache ist. Es ist auch wichtig, wie du redest, wie du Wörter betonst. Aber hauptsächlich, also Gegenstand von einem erfolgreichen Date für eine Frau, ist der Inhalt eures Gesprächs. Worüber habt ihr geredet? Hattet ihr emotionale Themen? Habt ihr es geschafft, einen Zugang zu finden und Gemeinsamkeiten zu entdecken? Und das ist tatsächlich etwas, was vielen Männern schwerfällt, eben genau ihre eigenen Qualitäten bei einem Date richtig zur Schau stellen, richtig zeigen. Arbeite in Zukunft daran, dass du genau das beachtest, dass du deine Qualitäten zeigst, dass du das, was dich begeistert, bei was du Sternchen in die Augen bekommst, in der Lage bist, normal zu kommunizieren, aber auch so, dass sie in der Lage ist, Rückfragen zu stellen. Also gib ihr beim Gespräch die Chance, nicht nur, dass du etwas erzählst, damit es raus ist, sondern gib ihr auch die Chance, dass sie sagen kann, okay, das ist aber interessant, wie war das denn dann genau bei dir oder wie kam das oder erzähl mir mal mehr darüber, das finde ich total interessant oder nee, habe ich noch nie gehört, erklär mal, was ist das? Also das heißt, gib ihr wirklich auch die Chance, dass da noch was übrig ist, was sie fragen kann. Nicht, dass du ja alles einmal in einem Monolog auf dem Silbertablett servierst. Vielen Männern fällt es schwer, eben genau die Gespräche beim Date so zu führen, dass das Date in eine Beziehung endet. Und dafür gibt es ein neues Produkt ab heute, und zwar die Better Date Blueprints, die ich gemeinsam mit Theresa entwickelt habe. In den Blueprints lernst du eine komplette Anleitung, welche Gesprächsthemen du fürs Date brauchst, damit ihr eine Anziehungskraft erzeugt, gemeinsam einen Zugang findet und natürlich auch, inwieweit du deine Interessen kommunizierst, damit die Frau
neugierig wird und weiter nachfragt. Du findest in der Infobox jetzt den Link für die Blueprints, denn bis Freitag haben wir eine ganz, ganz tolle Preiseinführung mit einem Rabatt von fast 50%. Also sicher dir jetzt deine Blueprints, damit du beim Date das nächste Mal genau weißt, wie du deine Interessen richtig an die Frau bringst. So, das ist das Inhaltliche. Und jetzt haben wir natürlich noch die Körpersprache. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem ganz starren Gesichtsausdruck spreche, vielleicht rede ich ja auch so ein bisschen gelangweilt, weil ja, ist halt einfach alles gerade nicht so interessant, ne? Vielleicht habe ich mir auch angewöhnt, immer mal wieder so die Schultern zu zucken, wenn ich was erzähle. Ja, also ich untermauer quasi nochmal so dieses Langweilige, was ich erzähle, mit der langweiligen Stimme, mit dem langweiligen Gesichtsausdruck, ja, untermauere ich jetzt einfach nochmal so mit einem langweiligen Schulterzucken. So, das heißt, was passiert hier in dem Moment? Du kannst der interessanteste Mensch sein, du kannst die tollsten Dinge auf dieser Welt machen. Ja, super viel Sport, super viel Kultur, musikalisch, im Business erfolgreich, es ist eigentlich vollkommen egal. In dem Moment, wo dir jegliche Lebensfreude fehlt, nimmst du auch deinem Gegenüber jegliche Lebensfreude. Und das ist ausschlaggebend dafür, dass die Frau dann natürlich sagt, nee, das war nichts, das Date war langweilig, es ging ewig gefühlt, es waren nur 2 Stunden, es fühlten sich an wie 5, es war einfach nur langweilig, den will ich nicht wiedersehen. Also das heißt, lerne, ein Geschichtenerzähler zu werden. Nicht in dem Sinne, dass du eine Rolle spielst, aber frag dich einmal, entspricht das wirklich deiner Persönlichkeit? Komplett starr, wie ein Roboter, keinerlei Erregung, alles ist irgendwie trist, langweilig, lustlos. Ist das ein Gefühl, wo du sagst, da würde mir richtig was fehlen, wenn ich das nicht bis zum Rest meines Lebens weiterhin beibehalten würde? Und da merkst du schon, worauf das hinausläuft. Es ist nicht deine Persönlichkeit per se, die du ändern musst, mit Interessen, mit all dem, was dich so ausmacht. Aber es ist manchmal die Art, wie wir kommunizieren, die dafür sorgen, dass die Menschen und gerade auch die Frauen auf dem Date, die uns ganz genau unter die Lupe nehmen, gar nicht erkennen können, wie besonders du bist. Weil du es komplett versteckst, weil du es ja gar nicht zeigst. Und sie ist keine Hellseherin. Sie kann nicht in deinen Kopf schauen und etwas erkennen, was du versteckst. Fang ab sofort an, dich nicht mehr zu verstecken. Wenn du etwas erzählst, dann erzähle es richtig. Wenn du etwas von dir selber preisgibst, dann gib dir auch Mühe, dass man an deinen Lippen hängt und dass man das Gefühl hat, du möchtest gerade hier an diesem Ort sein. Denn andernfalls merkt sie einfach, dass du dich unwohl fühlst und dass du selber auch sehr schnell aus dieser Situation raus möchtest. Dass du selber mit dieser Date-Situation dich einfach unwohl fühlst. Zeige, dass du dich wohlfühlst. Fang an, positive Faktoren zu finden. Warum ist es jetzt mit dieser Frau auf diesem Date gerade so besonders interessant? Die Mut zur Veränderung ist hier essentiell, damit du beim Date andere Ergebnisse hast. Und natürlich nicht zuletzt durch die Blueprints, denn wenn du anfängst, die Dialoge genauso zu üben, wie wir sie dir bei den Blueprints beibringen, dann wird es dir natürlich noch leichter fallen. Denn dann musst du nicht irgendwie kreativ dir irgendwelche Dinge aus der Nase ziehen oder ausdenken, sondern es steht schwarz auf weiß. Du kannst sogar kurz vorm Date nochmal drüber lesen, die Dialoge durchgehen und bekommst so ganz, ganz viel Sicherheit. Und wenn du diese Sicherheit bekommen hast, durch diese kleine Veränderung in den Dialogen, dann wirst du automatisch dich authentischer präsentieren können, weil du wirst dich beim Date nicht mehr nur mit der Nervosität, mit der Unsicherheit, mit deiner geringen Meinung über dich selbst beschäftigen, sondern du wirst dich wirklich auf das Inhaltliche konzentrieren können und auf die Person, die dir gegenüber sitzt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit den Blueprints und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!